Ja, guten Morgen. Mein Name ist Christoph Hohlmann, ich bin Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und ich darf Sie und euch heute ganz herzlich hier zum nächsten Klimakönner-Treffen, Netzwerktreffen, Waldklimabildung begrüßen. Wir haben uns schon mal in dieser Runde vor einem Jahr zusammengetroffen und wir freuen uns, dass wir heute sozusagen diese erfolgreiche Reihe fortsetzen können. Allen einen schönen guten Morgen hier aus dem schönen Bonn. Wir haben uns nochmal für ein digitales Format entschieden, weil wir gesagt haben, es ist doch immer wieder unsicher in der momentanen Situation, ob man reisen kann oder nicht. Und deswegen haben wir uns nochmal für diese digitale Version entschieden. Ja, ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Uns ist der Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren besonders wichtig. Und vor allen Dingen möchten wir gerne mit dieser Veranstaltung heute natürlich den Austausch Ihnen untereinander fördern. Wir haben heute die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein zu einem Netzwerktreffen Nord zusammengefasst, weil wir der Meinung sind, dass es dort eben viele Überschneidungen gibt und viele Zusammenarbeiten, auch jetzt schon. Und deswegen freuen wir uns, dass heute zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus der Region erschienen sind. Vorweg noch mal ein bisschen was Organisatorisches, wenn Sie vielleicht noch mal darauf achten, dass Sie sich entsprechend benennen als in Ihrem eigenen Zoom-Account, am besten Nachname, Vorname und Institution. Das wäre uns besonders wichtig, weil dann können wir im Prinzip Sie dann auch später entsprechend Ihrer Region entsprechend zuordnen. Ja. Kurze Worte zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Wir sind ein anerkannter Naturschutzverband. Wir haben 25.000 Mitglieder in Deutschland, engagieren uns ganz, ganz umfangreich im Bereich des Waldschutzes. Und aber unser großer Schwerpunkt ist die waldbezogene Umweltbildung. Hier sind wir schon seit einigen Jahren sehr intensiv auch mit dem Thema Wald und Klima beschäftigt und haben mit den Klimakönnern unser größtes bisheriges Bildungsprojekt an den Start gebracht. Und wir freuen uns da sehr, dass das sozusagen heute auch, sagen wir mal, Sie alle motiviert hat, dabei zu sein. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei dem Förderer dieses Projektes, dem Waldklimafonds, bedanken, der das immer wieder möglich macht, dass wir dieses Projekt hier umsetzen. Und Sie werden nachher ja auch noch ein bisschen was zu den Klimakönnern sicherlich hören. Also für uns ist das ein sehr besonderes und einzigartiges Projekt und ich freue mich, dass Sie da heute Teil dieses Projektes auch sind. Vielleicht möchte ich Sie noch mal ein bisschen, wir sind ja so mal in der digitalen Welt unterwegs, aber es ist natürlich immer schön, wenn wir auch so ein bisschen versuchen, miteinander in Kontakt zu treten und miteinander zu kommunizieren. Und es gibt natürlich über die verschiedenen Formate da gute Möglichkeiten, auch, sagen wir mal, Support auszudrücken oder die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen anzufeuern, die vielleicht einen Vortrag halten. Ich darf Sie vielleicht noch mal kurz auf die Funktionen der Emojis und der Chat-Funktion und der verschiedenen Icons hinweisen und würde einfach sagen, für den Start schicken wir alle vielleicht mal etwas, wie wir uns heute fühlen, vielleicht Thumbs up oder ein Smiley, damit alle nochmal motiviert in den Tag starten. Einfach vielleicht so das mal in die Runde schicken, wie man sich heute fühlt. Der Kollege zeigt das, glaube ich, gerade noch mal, wie man das Ganze umsetzen kann. Super. Und damit wir auch vielleicht, sagen wir mal, diese virtuelle Welt noch ein bisschen besser nutzen und uns vielleicht auch noch mal symbolisch für den Tag einstimmen, haben wir gedacht, dass wir vielleicht so eine kleine Aktion machen und mal die Bilder alle nebeneinander legen und uns vielleicht alle gegenseitig mal abklatschen und uns einen guten Tag wünschen und vielleicht einfach nach rechts und links einfach mal den Nachbarn einfach auf die Hand hauen und sagen, super, dass wir heute alle da sind und wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich darf später an meine zwei Kolleginnen hier vorstellen, Anne Schnupfeil und Simon Ambrisch, die Sie heute durch den Tag begleiten. Ich wünsche Ihnen viel, viel spannende Gespräche und ich darf jetzt überleiten an Sabine Kühling. Hallo Sabine, bist du schon da? Ja, Ich ich hoffe, bin schon da. ich Ja. höre dich schon. Hallo, schöne Grüße Super. nach Hause. Danke. Super. Also, alle einen schönen Tag. Ihr gebt mir das Go, wenn ich starten soll, ne? Oder soll ich starten?
Sie können jetzt starten, Frau Kühling. Vielen, vielen Dank. Super, dann starte ich jetzt. Dann herzlich willkommen von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe gerade vor einer halben Stunde erfahren, dass Matthias Kreiner leider verhindert ist, spontan, wie das so ist mit Kindern. Ich glaube, die meisten wissen Bescheid. Ich freue mich sehr, Sie hier heute bei den Klimakönnern zu besuchen. Für mich ist es tatsächlich auch die erste Veranstaltung, wo ich dann noch ein bisschen reinhören kann. Das ist bisher immer so ein bisschen an uns in der Geschäft oder an mir, die in der Geschäftsstelle in Mecklenburg-Vorpommern sitzt, so ein bisschen vorbeigegangen. Freu mich sehr, dass doch zahlreich irgendwie Leute auch mit da sind. Hoffe, dass Sie alle einen schönen Austausch haben werden, dass wir viel interessante Dinge hören. Kurz zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind wahrscheinlich bundesweit mit der kleinste Verein. Nichtsdestotrotz versuchen wir irgendwie im Rahmen unserer Möglichkeit aktiv zu sein. Wir machen es immer wieder und hoffe es auch sehr, dass wir, wo wir sehr stolz drauf sind, das ist gerade ein bisschen schwierig, ich habe heute meine 5 Minuten Sonne im Büro gerade, dass ich einmal in unseren waldpädagogischen Bildungsbausteinordner in die Kamera halten möchte, der Dauerbrenner ist, den wir vor ein paar Jahren an alle Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern ausgeben konnten und den wir jetzt immer noch zum Selbstkostenpreis weitervertreiben. Und ich freue mich, dass er im ganzen Bundesgebiet immer und immer weiter vorgeht. Was machen wir im Moment noch? Wir hatten gerade vor 2 Wochen, es gibt das Waldaktionsbündnis, nennt es sich, Mecklenburg-Vorpommern, wo sich alle Vereine so ein wenig zusammenschließen, die irgendwie forstlich relevant sind. Das sind dann zum Beispiel der Forstverein oder der Bund Deutscher Forstleute auch dabei. Der Waldbesitzerverband, die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. In diesem Rahmen haben wir es geschafft, unsere Abgeordneten aus dem Agrarausschuss in den Wald einzuladen und mit diesen dann auch waldbezogene Themen zu erörtern und zu diskutieren. Ein Thema, das uns schon lange auf den Nägeln brennt, wir sind vielleicht nicht ein sehr waldreiches Bundesland, aber leider das Land mit den wenigsten Waldkindergärten Deutschlands. Und sind da dabei und werden nicht aufgeben in der Hoffnung, dass wir dort irgendwann ein schönes Projekt machen können, um weitere Initiativen von Waldkindergärten zu unterstützen. Und dann sind wir jetzt so langsam fangen wir an, uns auf den Herbst vorzubereiten. Es wird Baumpflanzzeit, was insbesondere vom Schutzgemeinschaft Deutscher Waldbundesverband ja auch ausgeht. Die Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken zum Beispiel oder unsere kleine Kooperation der ostdeutschen Verbände mit dem Sparkassen-Lotterieverband, wo wir dann auch wieder anfangen werden, fleißig Bäume in die Erde zu bringen. Ja, das war es kurz von meiner Seite. Ein kurzer Abriss, was bei uns so alles läuft. Und ich hoffe und wünsche uns einen spannenden, interessanten Tag. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Kühling, dass Sie so spontan für Herrn Kleiner einspringen konnten und das großartige Engagement auch von Ihrem Landesverband der Runde vorstellen konnten. Und wir haben auch eine Vertretung vom Landesverband Hamburg heute da, Herr Marvin Gutdeutsch. Und auch er wird noch ein paar Worte an Sie verlieren und auch ein sehr spannendes Projekt aus der Region einmal kurz Ihnen präsentieren. Ich lade Herrn Gutdeutsch einmal dazu ein, den Bildschirm zu teilen, falls Sie Folien nutzen. Wenn nicht, werden wir Sie auch wieder in Spotlight setzen. Ja, vielen Dank. Genau, Marvin Gutdeutsch, das bin ich vom Landesverband Hamburg. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute unser Projekt hier präsentieren kann. Das ist ein Projekt, das wirklich sich sehr gut ergänzt mit dem Klimakönner-Projekt. Und tatsächlich würde ich gerne ein paar Folien zeigen. Ah, jetzt habe ich auch die Freigabe. Super, dann klappt das auch. Dann ist das Ganze nämlich noch mal etwas anschaulicher. Ich hoffe, die Folien können jetzt alle sehen. Wir können sie sehen. Aktuell ist sie noch blau markiert. Und vielleicht haben Sie da auch noch eine Vollbildfunktion. Dann sind sie noch besser zu sehen. Ja, müsste jetzt. Aber ansonsten sieht es schon sehr gut aus. Okay, wunderbar. Und zwar heißt unser Projekt Waldcoaching.
Und tatsächlich meinte ich ja gerade schon, das ist sehr nah dran an den Klimakönnern. Das erkennt man auch daran, dass die Fördermittelgeber in dem Fall dieselben sind. Das läuft auch über den Waldklimafonds. Hier einmal der vollständige Titel, der jetzt aber gar nicht so von Relevanz ist. Was ich aber einmal kurz erklären muss, ist, das Waldcoaching ist ein Bildungsprojekt. Bei manchen weckt das auch andere Assoziationen. Also es ist ein Projekt, was sich auch an Lehrkräfte hauptsächlich richtet. Und genau, der Begriff des Coachings, der wird ja manchmal auch in anderen Kontexten verwendet. Ziel ist es eben, dass wir Grundschullehrerinnen dazu befähigen, dass sie so ein bisschen diese Hemmung verlieren, mit den Kindern in den Wald zu gehen. Und dabei richten wir uns insbesondere so an den urbanen Raum. Das passt jetzt auch zur STW Hamburg, was aber nicht bedeutet, dass wir nur auf Hamburg beschränkt sind. Das heißt, wir sind da durchaus auch bereit, in andere Städte zu fahren, gerne auch irgendwo in Norddeutschland. Das passt hier wunderbar. Wir sind auch in Schleswig-Holstein teilweise aktiv. Und unser Anspruch ist im Grunde, da auf eine spielerische Art und Weise die Funktion des Waldes zu vermitteln und eben insbesondere die Lehrkräfte da mitzunehmen. Also wenn es richtig gut läuft, dann ist es am Ende des Projektes so, dass sich die Lehrkräfte das dann auch zutrauen, das ohne uns zu machen. Tatsächlich ist das ein deutschlandweites Projekt, wo wir auch mit dem Bundesverband zusammenarbeiten. Die Aufgaben sind ein bisschen unterschiedlich verteilt. Also beim Bundesverband wird auch eine groß angelegte Studie durchgeführt, wo die Ergebnisse auch direkt in unsere praktische Arbeit einfließen. Der Bundesverband ist auch ganz operativ, praktisch tätig, aber nicht in so einem großen Radius, wie das die STW Hamburg gerade macht. So ist so die Aufgabenverteilung. Und unser pädagogisches Konzept würde ich jetzt in diesem Rahmen nur ganz kurz anreißen. Das soll jetzt hier nicht den Rahmen sprengen. Vielleicht ist der Name Ulrich Gebhardt aber doch dem einen oder anderen hier ein Begriff. Der hat auf jeden Fall großen Einfluss darauf, wie wir sozusagen das Konzept gestalten. Und genau, wenn das für Sie dann interessant ist und Sie sich wirklich für unser Projekt daran teilnehmen möchten, würde ich Ihnen dann noch viel mehr zu erzählen. In diesem Rahmen vielleicht erstmal noch nicht, weil das ganz schön ein komplexes Thema ist. Was für Lehrkräfte immer noch wichtig ist, ist, dass auch ein bisschen was bei rumkommt an Inhalten. Da habe ich mal hier ein Zitat eingeblendet aus der eben besagten Studie, die vom Bundesverband durchgeführt wird. Es muss nach Spaß aussehen, aber auch ein bisschen didaktisch sein. Das haben wir uns zu Herzen genommen. Hier sieht man jetzt vier kleine Bildchen von den Funktionen des Waldes. Das heißt, Ziel ist es eigentlich, dass wir Lehrkräfte dazu befähigen, auf eine spielerische Art und Weise eben diese Funktion zu vermitteln. Das heißt, es soll Spaß machen. Der Wald soll als Ort von Freude erlebt werden und gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Bildungsauftrag. Hier gibt es mal so ein paar Eindrücke. Die würde ich jetzt größtenteils unkommentiert lassen. Wir hatten das Glück, dass wir schon mal eine Fotografin mitnehmen konnten. Und ich hoffe, die Bilder sprechen für sich, dass man sieht, dass es wirklich ein tolles Erlebnis für die Kinder ist und eben auch für die beteiligten Lehrkräfte. Und bisschen Feedback haben wir auch schon bekommen. Hier mal exemplarisch ein Feedback einer Lehrkraft, über das wir uns so gefreut haben, dass es tatsächlich dann auch Einzug in diese Präsentation hier bekommen hat, die uns einfach nochmal rückgemeldet hat, dass sie es wirklich schön fand, dass das sowohl mit Fakten, aber auch eben mit Emotionen gearbeitet wurde, dass der Wald wirklich erlebbar gemacht wurde für die Kinder und dass da aus ihrer Sicht sehr viel bei hängen geblieben ist. So, und jetzt bin ich schon mit dem Schnelldurchlauf durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn im Anschluss an diese kleine Präsentation sich der ein oder andere vielleicht bei uns meldet, der noch mehr erfahren möchte über das Projekt oder auch wie man einsteigen kann. Das ist eigentlich total, machen wir das ganz pragmatisch. Auch hier nochmal ein Zitat aus der Studie, ein Wunsch, wo eine Lehrerin da geäußert hat, sie würde sich das so vorstellen, man kommt dahin, muss nichts mehr machen und sich nicht großartig vorbereiten.
Und tatsächlich machen wir es am Anfang genau so. Also der Einstieg ins Projekt soll wirklich so sein, dass die Lehrkraft dann nicht viel vorbereiten muss, dass wir wirklich kommen und wir gucken, was können wir individuell anbieten. Und dass wir dann peu à peu gucken, inwieweit sich die Lehrkraft dann auch einbringen kann, wann sie sich bereit fühlt, da auch was zu übernehmen. Das ist ja schon unser Anspruch. Aber der Einstieg in das Projekt ist wirklich sehr niedrigschwellig, sagt man, glaube ich. Ja, soweit. Ich würde vorschlagen, ich schreibe meine Kontaktdaten gleich in den Chat. Ich kann nämlich leider nicht bei der ganzen Veranstaltung heute teilnehmen. Und wenn ich jetzt bei dem einen oder anderen Interesse geweckt habe, schreiben Sie mir gerne und dann können wir gerne direkt im nächsten Schuljahr schauen, in welcher Form wir zusammenarbeiten. Vielen Dank. Geht noch, glaube ich. Danke für die interessanten Einblicke und ich kann Sie nur einladen, das Angebot auch zu nutzen, Marvin Gutdeutsch zu kontaktieren, wenn Sie Interesse haben an dem Waldcoach-Projekt und passenden Angeboten. Mein Name ist Anne Schnurpfahl. Ich bin ja seit über sechs Jahren dabei und begleite das Projekt Die Klimakönne und freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen hier sein darf und möchte Ihnen gerade mal ein paar Einblicke in unser Projekt geben, was wir so machen. Falls Sie es noch nicht kennen. Und man kann sagen, Herzstück des Projektes Die Klimakönner sind unsere Fortbildungen, die wir im Präsenz durchführen. Und zwar ist es uns ja ein wichtiges Anliegen, Pädagoginnen, aber auch andere Interessierte, soweit Klimaexpertinnen zu qualifizieren, welche dann wiederum als Multiplikatoren unsere wichtigen Themen, nämlich Wald, Klima, BNE, Naturerfahrung, dann auch in die Breite tragen. Seit 2015 haben wir in etwa 270 Fortbildungen durchgeführt, natürlich nicht nur wir als Bundesverband, sondern auch mit Unterstützung der Landesverbände und ca. 4.500 Multiplikatoren geschult. Ja, das ist also eine ganze Menge und es dürfen auch gerne noch mehr werden, denn ja, es ist einfach ein so wichtiges Thema für uns alle, denke ich. Und die Nachfrage an den Fortbildungstermin ist auch immer sehr groß, deswegen sind die auch für dieses Jahr bereits alle vergeben. Die gute Nachricht ist, es gibt auch noch ein Online-Angebot. Das hatten wir ja auch langfristig geplant, ohne dass wir wussten, dass Covid-19 kommt. Und haben dann ja damit jetzt eigentlich auch so ganz gut den Puls der Zeit getroffen, denn durch unseren Online-Kurs, der quasi die Inhalte der Präsenzfortbildung auch aufgreift, hat man dann eben auch die Möglichkeit, von zu Hause aus sich flexibel, was die Zeit angeht, mit den Themen zu beschäftigen und auch eben dort sich zu qualifizieren über das Internet quasi in dem Online-Kurs. Und um da vielleicht auch nochmal eine Zahl zu nennen, also mittlerweile ist es so, dass sich immerhin über 700 Personen auch schon angemeldet haben für den Kurs. Also der wird auch sehr, sehr gut angenommen. Dann haben wir in dem letzten Projekt der Klimakönner, aber auch in dem aktuellen Projekt diverse Bildungsmaterialien entwickelt für verschiedene Zielgruppen. Einige sind hier zu sehen. Ne? Wir haben eine Broschüre, da kriegt man so einen allgemeinen Einstieg zum Thema Naturerfahrung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Wald und Klima und wie Wald und Klima auch zusammenhängen. Dann gibt es eine Broschüre mit ganz vielen verschiedenen Spielen und Aktivitäten, die man eben zu Wald und Klima mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Und zusätzlich gibt es auch noch für die verschiedenen Altersgruppen, nämlich Kita, Grundschule und dann auch weiterführende Schulen eine eigene Bildungsbroschüre. Und diese können Sie eben auch kostenlos bei uns bekommen. Entweder auf dem Bildungsserver Wald kann man die herunterladen oder aber auch bei uns im SDW-Shop gegen eine Portogebühr einfach bestellen. Dann sind die dann schon gedruckt. Ist für manche ganz komfortabel, denke ich. Und in Kürze wird es eine neue Bildungsbroschüre geben und ich werde nachher im Verlauf des Tages da auch nochmal so ein paar Einblicke geben. Dann im aktuellen Projekt entstanden ist die Auszeichnung zum Waldkönner. Ich kann mal ein bisschen springen. Haben wir entwickelt das Programm und das wird auch sehr, sehr gut nachgefragt. Da gibt es großes Interesse bei den Einrichtungen. Also hier geht es eben darum, dass wir Einrichtungen unterstützen wollen und Menschen, die besonders aktiv zur Waldklimabildungsarbeit sind. Und da geben wir verschiedene Hilfestellungen, wie zum Beispiel dann auch kostenfreie Fortbildungen,
persönliche Gespräche, Beratungen, aber auch Materialien. Und genau, also die Nachfrage ist einfach so groß, dass wir sie momentan gar nicht komplett bedienen können. Und deswegen ist angedacht, dass wir ja zukünftig da auch nochmal ein eigenes Projekt draus stricken und ja das Angebot hoffentlich dann auch entsprechend weiterführen können. Dann, Rahmen des Projektes sind auch unsere landesweiten Netzwerktreffen, von denen Sie heute eins besuchen. Uns auch sehr wichtig, dass sich eben interessierte Akteure, Akteurinnen eben auch austauschen und vernetzen können. Das haben wir jetzt in allen Bundesländern gemacht, im letzten und in diesem Jahr. Und im Anschluss im September am 27., 28., 9. wird es in Berlin eine bundesweite Fachtagung geben, die gleichzeitig auch ja unsere Abschlusstagung des Projektes ist, wo wir eben präsentieren werden, was wir in den letzten Jahren alles erreicht haben. Und gleichzeitig wird es eben dort auch wieder so sein, dass es Fachvorträge gibt, ganz viel Praxis, klassische waldpädagogische Praxis mit einem Waldklimabezug. Aber auch, wir werden uns auch mit dem Thema Klimakommunikation, Nachhaltigkommunikation, Umweltpsychologie beschäftigen, das in Theorie, aber dann auch in der Praxis. Also ich denke, das wird eine sehr interessante Tagung. Und da gibt es dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es wird Markt der Möglichkeiten geben mit Infoständen und dann natürlich auch ja die Möglichkeit, gemütlich beisammen zu sein und dann ja vielleicht einfach ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man die persönlichen Themen, aber auch die Themen, die in Bezug zu Wald und Klima stehen, gemeinsam voranbringen kann.